Hallo Leute, Murphy und wir spielen weiter Amnesia The Last Descent. Und wir haben herausgefunden, dass das Monster wieder aufgetaucht ist. Ich will aber noch wissen, ob wir nochmal darüber müssen oder nicht. Ihr seht... Hä? Nee. Das war meine eigenen Fußabdrücke, glaube ich. Oh, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Mich noch wissen, ob hier noch irgendwas ist oder nicht. Was auch immer hier drinne war, wir haben es umgebracht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ganz schnell. Nee, hier ist nichts. Ich würde mir das rein. Frage ist allerdings, was ist noch da drüben? Ne? Müsste doch rein theoretisch auch noch was sein. Ist gar nichts mehr. Okay. Das war also nur um mich reinzulegen. Haben wir jetzt wirklich dasjenige, was da drin war, einfach getötet? Sind wir wirklich so grauenhaft gewesen? Oh mein Gott. Das habe ich getan! Oh Mann. Haben wir getan, wir sind ein Mörder. Wir sollten einfach hier runterspringen und auch sterben. Haben wir das jetzt denn aktiviert oder nicht? Ich weiß, dass wir das... Ich bin sicher, wir müssen eh noch auf die andere Seite, von daher. Ich habe das doch eigentlich angeschaltet, oder nicht? Der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, als würden sich bluten. Er schrie voll allein, als das Spektakel begann, um ihn zu... Ich habe das da eindeutig alles aktiviert. Hier zum Beispiel weiß ich, dass ich's an ist. Kann ja eigentlich nur die andere Seite sein. Oh, das hier ist noch cool. Ja. Vermutlich das gleiche, oder? Ja. Ne, steckt alles fest. Sagt nicht. Nein. Ich dachte, wir müssen hier nochmal irgendwo was drehen oder so. Haben wir eigentlich alles aktiviert? Haben wir doch irgendwas übersehen? Müssten wir irgendwo noch... Morgen auf jeden Fall hier rein. Ist da drüben irgendwo noch was drin? Ne? Nö. Eine Kugel für eine Maschine. Was ist der Raum? Ich weiß ob der kann nur eins für... Muss doch für irgendwas da sein, oder? Das ist jetzt zwar ein Seherraum für irgendwas da, also muss der auch für irgendwas da sein. Ah. Sehr mysteriös. Schauen wir mal, ob hier irgendwo eine Kurbel in der Maschine steckt. Ist auch nix, ne? Da muss ich dich hier irgendwo einfühlen, weil hier irgendwo was fehlt. Nö, auch nicht.
Die bestimmt auch alle. Das wundert mich jetzt allerdings schon. Die arbeitet ja auch, wie man sieht. Dann wird da ja kein Dampf rauskommen. Darum hätten wir eine Laterne machen können. Ist hier irgendwie was nicht in Ordnung? Ne, hier ist alles an. Hier braucht man auch nirgendwo ein Rohr. Ist vielleicht doch hier hinten irgendwo was, wo was fehlt? Was mit diesen Löchern zu tun. Ah, ich verstehe. Aha, nee. Ich hab's verstanden. Komm mal her. Das heißt, wir müssen jetzt ganz viele Rohre irgendwo herfinden. Da kann man dich irgendwie drehen. Ja, schon besser. Scheint auch nur so zu gehen. Kann ich dann was rausnehmen? Nee, kann man nicht. Scheint auch wirklich nur so zu gehen, oder? Scheint wirklich nur so zu gehen. Sehe hier nämlich auch sonst nirgendwo noch ein Rohr. Um ehrlich zu sein. Ne, es muss so sein. Denn mal mit den Rohren hat es nichts zu tun. Schauen wir einfach mal nach. Habe ich mir fast gedacht, funktioniert nämlich doch nicht. Wie kommen wir dann aber die anderen Rohre her? Wo könnten wir die anderen Rohre herbekommen? Schauen wir nochmal in den Anfangsräumen. Müssten ja dann rein theoretisch welche sein. Da zum Beispiel das. Was wir hier nicht mehr durchbekommen. Doch. Das können wir nämlich dann gleich mal bis dahinter feuern. Ja, können wir halt nicht. Können wir halt nicht. Ist hier sonst noch was? Scheint nicht so gut. Gehen wir mal in die andere Seite. Nehmen wir jetzt das noch mit. Lass mir meine Türen offen. So, wo willst du rein? Du willst da hin. Wo willst du hin? Und jetzt bräuchte man eins, nur noch das eine, was da oben rüber geht. Das müsste rein theoretisch nach, wenn es immer dasselbe Prinzip ist, in diesem Raum sein. Also, wo bist du?
Schön. Wir haben keinen Lift mehr. Dummerweise ist das letzte Stück nicht in diesem Raum. Könnte es denn dann sein? So rein theoretisch, wenn es immer das gleiche Prinzip ist, müssten wir das eins genau wie das da aufbauen. Rein theoretisch. Ihr seht, geht das aber nicht. Ich habe ja probiert, die anders einzusetzen. Vorne auf jeden Fall noch... Kann man hier zufällig noch eins rausnehmen? Ja. Hier liegt auch keins mehr, oder? Wir haben auch kein Öl mehr. Schade. Mal jetzt so gucken. Hier ist schon mal nix. Ist hier vielleicht doch noch eins. Hier ist auch keins mehr. Hier vielleicht. Auch sonst nirgendwo. Ich denke mal, dass wir noch ein Rohr brauchen, oder? Zumindest hat sich noch nicht ergeben, dass hier dieses Zeichen kam, dass wir es geschafft haben. Ist nichts mehr. Ist hier vielleicht doch noch was? Hier ist auch nirgendwo mehr was. Hier ist hier noch was. Könnten die tatsächlich auf diese dumme Idee gekommen sein und da oben was hin platziert haben? Na, sieht nicht so aus. Müsste rein theoretisch doch in diesem Raum noch irgendwo was sein. Der einzige Raum, wo wir noch keinen Teil gefunden haben. Außer diese Kurbel für die Maschine. Ich gehe jetzt noch mal raus und guck noch mal, ob die geht, weil ich finde hier auch nirgends. Wie rauf? Nein, kommt hier nicht. Was anderes ist hier vielleicht irgendwo was drauf. Ja, irgendwo was drauf. Man kann sie doch umtauschen. So, und jetzt ganz schnell hier raus. Sagt nämlich irgendwas, dass ich hier nicht lange bleiben möchte. Okay, jetzt können wir zumindest den Hebel hier betätigen. Schauen, was uns auf der letzten Seite... Wollt mich verarschen, oder? Wie soll ich die jetzt hier anheben, bitteschön? Rein.
Ja, nun gehe ich halt mauen. Wieso gehst du jetzt erst? Jetzt ist die wieder um. Gut, die bekomme ich nicht mehr hoch. Das heißt rein theoretisch, wenn ich... Was will ich jetzt testen? Komm du mal wieder runter. Ist mir jetzt scheißegal, ob mich das Lebensenergie kostet, aber ich will das jetzt tatsächlich testen. Aha! So dumm bin ich gar nicht. So, das müsste rein theoretisch reichen. So. Mich zwar ein bisschen Lebensenergie gekostet, aber hey, Leichenhalle. Nein! Er wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, aber es zeichnete sich weder Form noch Konturen ab. Wieso? Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has? For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor, to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Let's get going. Nein, ich will nicht tiefer. Das heißt, dass hier bestimmt wieder diese komischen Kreaturen kommen. Das Dumme ist nämlich, ich habe auch kein Öl mehr. Seien es das, was mir Sorgen bereitet. Oh. Erstmal will ich gucken, ob es hier Ombo Öl gibt. Was ist denn das Schickes? Ich fürchte um Daniel, er ist zu leistig. Er ist vom sich nahen Schand verunreinigt und wird das Tor nicht durchschreiten können. Wird er das akzeptieren können? Mein Lieber, ich habe das Böse in ihm gesehen. Wie soll ich ihm die Wahrheit anvertrauen können? Welche Ironie, dass ich ihm das gleiche antun musste wie Agrippa. Mir. Ja. Stuhl weg. Hallo, Leiche. Was zum... Eine Leiche in der Leichenhalle. I hear you breathing, Daniel. Do you hear me? Have you changed? Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber... Ich würde es einfach mal testen. Aufgenommen. Aufgenommen Zünderbüchse und... Gott. Wir lesen zuerst das hier. Solchen Ausbruch. Die mysteriösen Todesfälle unter den Bediensten und Gefangenen konnten endlich aufgeklärt werden. Es scheint, dass die Abflusskanalisation, die vor kurzem zur Nutzung als Transportweg geöffnet wird, von einem eigenartigen Giftenpilz befallen ist. Die Krankheit scheint extrem schnell in den Opfern ausgebrochen zu sein und sie breitet sich im ganzen Körper aus. Einige meiner Männer und ich selbst wurden glücklicherweise vor diesem Unheil verschont. Aber es ist klar, das Ganze mein weiteres Vorankommen verhindert. Die Gefangenen sterben schnell und die verschmutzten Lebenssätzen hat nicht die Energie, die ich suche. Ich muss sofort anfangen, einen Impfstoff zu entwickeln. Und deswegen sind wir vermutlich hier, richtig? Richtig. Und so. Klappt auch nicht. Kann man dich anbohren? Ja! Schön. Der ist kaputt und wir stellen dich jetzt mal da ab. Etwas fehlt. Ne, ich glaube, wie ging das? So und so. Ich habe vergessen, wie man Werkzeuge zusammensetzen konnte. Das ist das Problem. Okay, wir haben auf jeden Fall eine hohe Nadel und wir brauchen irgendwas dafür. Der Impfstoff
der es meinen Männern ermöglicht, in der pilzverseuchten Kanalisation zu arbeiten, ist ein voller Erfolg. Leider haben nur einige der Bediensteten das miterhalten, da sich die Prozedur als schwierig erwies. Die anderen werden umkommen und schließlich werden nicht mehr von ihnen erschaffen müssen, um meine Experimente weiterführen zu können. Eine Spritze geimpftes Blutes wirkt lange genug als Schutzschild, um die Kanalisation ohne Infektionsrisiko zu durchqueren. Das genügt zum Gefangenentransport. Okay, wir brauchen also irgendwas, um eine Spritze zu bauen. Was zum habt ihr hier getan? Oder besser gesagt, was hat er hier getan? Die Tür klappt. Mir fehlt auf jeden Fall irgendwas, um das Licht hier anzubauen. So. Ey, wollt ihr mich verarschen? Noch mehr. Alter, was ist hier nur passiert? Im Ernst. Also hier ist anscheinend auch nichts. Im Ernst, was ist hier passiert? Kommt da aber dann nicht alle mit einmal raus und ich muss dann ganz schnell fliehen, oder? Das wird mir nämlich nicht gefallen. Und was sagt mir, dass jetzt hier auch wieder die Gegner auftauchen, oder? Diesmal mit Bedacht mit meinen Zünderbüchsen umgehen, das gefällt mir gar nicht. Hier könnte man noch meine hin tun. Aber wir da hinten an diesen Raum gehen. Hallo Leichen. What happened? Why are all these dead? Where am I? What happening? Help! Anybody! So, das da oben sieht nach etwas aus, was wir gebrauchen könnten. Oh. Es tut mir wirklich leid, was er euch angetan hat. So tired. If I sleep, will I wake from this nightmare? If not, I pray my heavenly father will take me in my sleep. Oh mein Gott, was hat ihr euch noch angetan? Ging das denn nochmal? Ich habe jetzt vergessen, wie das ging. Wie wir es einfach da rausziehen. Ich bin aber mal wieder in die... So denke ich eins jetzt, dass irgendwas auf mich lauert. Eigentlich allein schon, dass die ganzen Räume da hinten mit irgendwelchen komischen Wesen vollgestochert ist, macht mir... das Gedanken. So, komm du noch mal her. Wieso ist die Tür wieder so? Oh mein Gott. Nicht. Ich wusste, dass irgendwas passieren wird. Ich wusste es, ihr Säcke. Ich wusste es. Ich wusste es.
Wenn ich jetzt wegrenne, töten sie mich 100 pro. Es sind nämlich mehrere, so wie sich das anhört. Es scheint also so, als ob wir uns dem Ziel immer mehr nähern. Und jetzt ganz schnell weg hier. Lalalalalala. Du siehst mich nicht mehr. So. Yay. Wir sind endlich da, wo wir hinwollen. Schnell hier runter. Gut, aber ich würde mal sagen, wir beenden hier die Folge und bevor wir uns dann in die Kanalisation begeben, werden wir sehen, was uns da noch so erwartet. Also, bis zum nächsten Mal, Leute.